Hallo liebe Freunde, hier ist euer Tombi. Ich hatte Appetit auf Gänsekeulen aus dem Dutch Oven, dem Atago und geregnet hat's auch. Fangen wir einfach mal an. Wir schneiden Zwiebeln. Dazu ganz normal abschneiden, schälen. Was brauchen wir sonst? Gänsekeulen nach Belieben. Dazu Rotkohl, Zwiebeln, Äpfel, Ingwer nachher noch zum Würzen. Salz, Pfeffer, Nelken, Piment und ein bisschen Sojasauce. Aber zuerst müssen wir mal die Zwiebeln schneiden. Wenn das erledigt ist, schön, ich sag mal, die verkochen sowieso, also einigermaßen würfeln. Wenn das erledigt ist, nehmen wir uns als nächstes einen Apfel vor. Ganz normal das Kerngehäuse entfernen, ein bisschen schälen und klein schneiden. Wer mag, kann natürlich die Schale dran lassen. Ich nehme sie lieber ab. Mir ist das ein bisschen angenehmer. So, jetzt kommt der Dutch Oven ins Spiel. Ich habe hier einen von Petromax, den FD9. Und als erstes, ihr seht, da ist ein bisschen Patina schon drin. Als erstes kommt ein bisschen Öl rein. Dann packen wir Rotkohl rein. Ich habe hier zwei Gläser. Ein bisschen Wasser, um den Rest rauszuspülen. Das machen wir nochmal für das andere Glas auch. Ja, und dann kommen auch schon die Äpfel hinzu. Wundert euch nicht, das verkocht nachher komplett und ist überhaupt nicht mehr als Stück oder so zu spüren. Salzen, Pfeffern ist obligatorisch, ein bisschen unterrühren. Ich mache das einfach, damit sich das besser vermengt. Gewürze. Ich habe hier so ein Teesieb und dann braucht man nachher die Gewürze nicht so aus dem Rotkohl rausfischen oder naja, vielleicht bleibt dann mal eine Nelke drin und jemand beißt drauf. Das ist doch sehr unangenehm. Was ihr gesehen habt, ich habe eine Handvoll Nelken genommen. Also ich glaube, es waren 8 oder 9 Nelken. 3 Pimentkörner, 2, 3 Pimentkörner und Pfeffer. Ja, alles zusammen in das Teesieb, ein bisschen Ingwer, klein geschnitten. Und das kommt nachher zum Rotkohl. Das gibt einen tollen Geschmack. Jetzt kommen unsere Gänsekeulen. Ich hatte nur gefrorene, die habe ich vorher auftauen lassen. Und ja, hätte ich ein bisschen früher vielleicht mal salzen und pfeffern sollen. Ich mache es jetzt hier auf dem Rotkohl. Geht auch. Wie ihr seht, ganz normal von beiden Seiten. Und jetzt kommt noch ein bisschen Zaubertrank. Etwas dunkle Sojasauce. Nehmt einfach das, was ihr da habt. Ich habe das mal gesehen bei jemand und angeblich gibt das ein bisschen mehr Geschmack auf der Haut. Schön einreiben, verteilen und Deckel drauf. So, das Essen haben wir vorbereitet. Der Dutch Oven ist fertig. Kommen wir zum Grill. Ich habe hier einen Atago. Falls ihr euch fragt, ich habe die Sachen, also den Dutch Oven, als auch hier den Atago von Petromax, habe ich mir selber gekauft. Das ist also unbezahlte Werbung. Ich kann die beiden Sachen nur komplett empfehlen. Der Atago, man hat es ja eben gesehen, lässt sich leicht verstauen und mit einem einzigen Zug klappen die Beine auf und das Gerät ist fertig und einsatzbereit. Jetzt kommen wir zu was ganz Besonderem, was ich auch euch empfehlen kann. Kokosbriketts. Ich habe diese wunderbaren Briketts, hier seht ihr sie, in japanischen Videos gesehen und zwar über diese Yatais, das heißt also diese transportablen Streetfood-Stände, die immer für einen Tag nur aufgebaut werden und die hatten dort alle in so kleinen Grills genau diese Briketts für, ja, für den ganzen Abend.
Ich kann nur sagen, das ist das Beste, was ich bisher auf dem Rost hatte. Und sie brennen extrem lange, halten komplett die Wärme. Und hier zeige ich euch gleich mal, wie man es nicht richtig macht, sie anzuzünden. Ich war natürlich wieder ein bisschen in Eile und wollte schnell fertig werden und habe viel zu wenig Zündwolle oder Zündpapier drunter gelegt. Das war dumm. Man sollte lieber ein ganz kleines Feuerchen drunter machen und dann die Teile drauflegen und durchglühen lassen. Ja, ihr seht's, es hat nicht geklappt. Also nochmal. Die Rauchentwicklung ist übrigens nur in den ersten Minuten. Sobald die Kohlen anfangen zu glühen, hört es komplett auf und es ist absolut empfehlenswert. Ja, jetzt kommt der Dutch Oven rein, der übrigens in den Atago, also der FT9 und die kleinere Größe passen absolut genau so in den Atago rein. Wunderbar. Hier fliegen die Kohlen, die natürlich oben rauf eigentlich gehören. Ein bisschen Oberhitze soll auch sein, damit die Hitze nicht einfach nach oben aufsteigt und verfliegt, habe ich noch diese wunderbare Wärmehaube oder die ist von innen beschichtet, feuerfest beschichtet. Wenn man die draufpackt, bleibt die Hitze richtig schön in diesem kleinen Raum. Ja, es fing an zu regnen, ein Schirm musste her, na klar, was sonst. Nach einer guten Stunde, Stunde anderthalb, wollen wir einfach mal lüften. Und das, was ihr jetzt gleich hört, hört mal genau zu. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Aber ich war zu optimistisch mit der Feuchtigkeit oder der Flüssigkeit im Rotkohl. Im Nachhinein kann ich euch nur sagen, bei dieser Art, das so zu garen, packt ein bisschen mehr Flüssigkeit rein. Die verdunstet so oder so. Mir war der Rotkohl unten ein wenig angebrannt. Nach den jetzt, ich würde sagen, 2 Stunden, entnehme ich jetzt die Gänsekeulen und natürlich, dadurch, dass sie ja in einem abgeschlossenen Raum, nämlich in diesem Kessel, in dem Dutch Oven waren, ist die Haut noch nicht kross. Hier lösche ich übrigens den Rotkohl ab und versuche zu retten, was zu retten ist. Es ging und wenn man ein bisschen so die Augen zugemacht hat, war es auch in Ordnung. Er war eben ein wenig rösti. So, was super ist, also Hitze war noch da, die Kohlen waren noch absolut in Ordnung. Und ich lege jetzt die Gänsekeulen oben auf das Rost drauf und lasse sie noch ein bisschen die Haut anrösten. Das hat ganz wunderbar geklappt, damit sie sich nicht abkühlen und insgesamt warm bleiben. Die Haube drauf. Ja, und hier seht ihr das Ergebnis. Ich kann euch nur sagen, es war sehr, sehr lecker. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Habt ihr noch kein Abo? Dann ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und ein Kommentar. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.